Hallo ihr Lieben, Christian Schemmer hier, Pater Howard Beziehungscoach und so weiter in Hamburg. Auch in eurer Lieblingsbuchhandlung. Auf dem großen Tisch in der Mitte steht sie so. schaut gerne mal rein und meine Kurse findest du auf liebeschipp.de. Am 1. geht wieder Selbstliebe-Challenge und Manifestations-Challenge los. Ansonsten finde ich auch mal die Klassiker, ne? Unprogrammierung des Liebeschips. Liebeskummerkurs und Glaubenssätze, die ganzen Sachen. So, heute haben wir von einem Herrn der Schöpfung mal wieder was, von Gagaritschko und ja, er schreibt, Hallo Christian, ich schaue mal gerne deine Videos und konnte dadurch schon einiges lernen. Doch jetzt ist mir etwas passiert, was mich ganz schön aus der Bahn geworfen hat. Und ich weiß nicht mal richtig warum. Ich habe vor 3 Wochen eine nicht so tolle Diagnose von meinem Arzt bekommen, wodurch meine Welt erstmal zusammenbrach. Erstmal meine besten Wünsche gehen raus an dich, dass das ja hoffentlich sich klärt oder dass du da einen guten Weg findest. Ich kann schon mal gleich sagen, es gibt so 2 Hauptwege in toxische Beziehungen. Das ist einmal entsprechende Kindheit und einmal, dass es einem gesundheitlich oder psychisch, körperlich nicht gut geht. Pass auf dich auf, nicht, dass du noch extra Stress kriegst hier. Kurz darauf datete ich eine Frau. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der so einfach jemanden an sich ranlässt, aber was soll ich sagen? Diese Frau hat es sehr schnell geschafft, eventuell durch die emotionale Situation mit der Krankheit. Ja, ich hatte sowas auch mal. Da ist auch meine Abwehr gegen schwierige Beziehungen komplett zusammengebrochen. Ja, ich fühle das. Also die Zeit, die wir miteinander verbracht hatten, war recht intensiv und hat sich total vertraut angefühlt. Ja, ich sag's ja ungern, aber keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Ich weiß, es hört sich mal so gruselig an, aber naja. Ihr müsst, das habe ich jetzt mal in Videos nicht kommentiert, bei Johnny Depp und Amber Heard, also was der gesagt hat, wie die Beziehung losgegangen ist, was die alles für ihn gemacht hat, ey. So krass, ey. Der hat das auch erzählt, dass sich das so richtig angefühlt hat und schon abgefahren, ey. Also gesunde Beziehungen sind meiner Ansicht nach, die können schon auch mit einem riesen Tamtam anfangen, aber die haben immer etwas geerdeteres, ne? Also für einen selber gesunde Beziehung, also die so ein bisschen was, weil eigentlich sind alle menschlichen Beziehungen, haben so einen gewissen Grad von Ambivalenz, ne? Dass es Sachen gibt, die dafür sprechen, Sachen gibt, die daneben sprechen und dann ja, trifft man daraus halt seine Entscheidung. Aber wenn so man das Gefühl hat, spricht so gar nichts dagegen, dann ist meistens was faul so, ne? vor allem, ich hatte mit ihr im Hinblick auf meine Erkrankung das Gefühl, dass mir nichts passieren kann und alles gut wird. Ich dachte, Gott hat mir genau jetzt diesen Menschen geschickt. Also ich würde es dir wünschen, habe jetzt noch nicht weitergelesen, dass das so kommt. Aber gut, wenn du mir geschrieben hast, scheint ja irgendwas nicht zu laufen. Aber das wünsche ich dir natürlich von Herzen. Ja. Aber wie gesagt, wenn es zu schön ist, okay, und so kam es leider auch. Ich habe aktuell einen Teilzeitjob und bin ohne Auto, weil ich in meinem Alltag keins brauche. Sie sagte, dass ihr das als Grundgerüst für eine eventuelle Beziehung nicht passt. Denn sie will einen Mann mit festem Job und Auto, jemand, zu dem sie aufschauen kann. Och, netter Mensch. Echt, also kann es sein, dass diese Frau nicht so besonders empathisch ist vielleicht? Ich weiß nicht. Ey, du bist schon krank und dann soll sie auch einfach sagen, ey, sie fühlt es nicht so, dann muss sie dir noch nicht vorkoffern. Warum hast du kein also das ist überhaupt für eine Sache, kein Auto? Ja, vielleicht willst du mal als Frau zum Mann aufschauen, meinetwegen, aber warum, was hat denn das mit dem Auto zu tun, ey? Oh, Chemie, ey. Oh. Ich erzählte ihr das, dass ich in meinem Job schon länger nicht zufrieden bin und sobald das meine Krankheit geklärt ist, ich da was ändern will. Leider hat sie in ihrer vorigen Beziehung die Erfahrung gemacht, dass ihr Ex sie immer versprochen hat, letztlich aber nie umgesetzt hat, wodurch sie Angst hat, dass es jetzt wieder so kommt. Also stellen wir mal fest, du hast normalerweise kann ich es ja noch verstehen, ne, ich habe keinen Job, habe kein Geld, ich habe kein Auto vielleicht, dass es vielleicht ein bisschen komisch rüberkommt, aber bei dir gibt es ja einen Grund. Ich meine, du hast gerade um was anderes zu kümmern, als darum, dass du irgendwie in Maserati fährst oder so.
Und dann kommt sie daher, was willst du eigentlich? Also kommt für mich sehr unempathisch rüber, finde ich. Mal wie gesagt, sie muss dich nicht daten, aber dann sozusagen, wo du deine Energie schon für diese Krankheit drauf geht, dann sollst du jetzt noch Gedanken machen, dass du, um es ihr recht zu machen, jetzt ein Auto kaufst und irgendwie einen Job machst. Und dann ist es auch wieder der falsche. Also das finde ich einen ganz falschen Ansatz. Und ein Mann seiner Polarität macht vor allen Dingen das, was er für angemessen hält. Und Polarität ist eben nicht, was ja häufig falsch verstanden wird, das ist so, ja, ich muss ein großes Auto haben, viel Geld verdienen, sondern das ist, dass du Rückgrat hast und für dich einstehst, ne? Und da würde ich echt sagen, ey, weißt du was, ich habe echt andere Sorgen, ey. Also, richtig gehackt, ey. Ist mir auch egal, ob du jetzt willst, dass ich ein Auto habe, und ich muss dir gar nichts beweisen, weil du kommst jetzt schon in diese Situation, wo du irgendwas beweisen musst, und das ist immer Mist, ne? Das ist schon echt krass, ey. Und eins kann ich dir sagen, eine Frau, die richtig verliebt ist, ne, die wechselt für dich das Land, die wechselt für dich die Religion, die wechselt für dich die Schuhgröße, hätte ich fast gesagt, und die wird nicht kommen mit, du hast kein Auto. Ne? Also diese Frau ist irgendwie nicht richtig in the game, ne? So, auch wenn dir das nicht gefällt. Ey. Für sie war das Thema durch, da sie sich wie was anderes fürs Leben vorstellt. Für mich ist es aber leider nicht so einfach, weil ich einfach unsterblich verliebt bin. Aber eben, weil ich mit ihr das Gefühl habe, hatte, mir kann nichts passieren, nur mit all dem, was kommt, alleine da stehe. Oh Mann, das tut mir total leid, ey. Also erstmal will ich natürlich sagen, such dir auch bitte psychologische Unterstützung. Vielleicht kannst du aber einen Hausarzt, Psychotherapeut, Beratungsstelle. Natürlich sollst du Menschen haben, die dich unterstützen, falls du die sonst nicht hast in deinem Leben. Aber ja, könnte natürlich hier auch ein Liebeschip-Thema geben, weil was am Anfang war, das ist ja so diese Lovebombing-Phase oder meinetwegen sagt Verliebtheitsphase, da muss sich ja jemand erstmal beweisen. So, und sie müsste sich beweisen, nicht du. Du könntest genauso gut hergehen und sagen, beweist du dich doch irgendwie, ob du überhaupt gut genug für mich bist, dass du mich jetzt in der Situation haben darfst, ne? Weil die Frau, also mit dieser Attitude macht, also eigentlich bin nur froh, dass die, also ich bin aus meiner Sicht, ich verstehe dich jetzt, ne, bin ich froh, dass sie dich nicht so im Loop hält und auch sagt, hey, das wird mit uns nichts, weil das ist das Wenigste, was du gebrauchen kannst, eine Frau, die noch zusätzlich Probleme macht und dich unter Druck setzt, unter Stress setzt, und das ist auch keine Hilfe. Es ist zwar eine Hilfe, deswegen ist es, glaube ich, auch häufig so, wie soll ich mal sagen, gerade so, hört sich auch so ein bisschen Toxi-Toxi an hier, ne? Und solche Beziehungen, gerade am Anfang, das wissen wir ja alle, lenken einen hervorragend ab von den eigenen Problemen, weil man so unter Dopamin, ne, körpereigene Drogen gesetzt wird. Und ich kann schon verstehen, das hat meiner Ansicht nach auch mit Unterstützung, und die du gar nicht hast hier, nicht so viel zu tun, sondern dass das so herrlich ablenkt. Aber das ist natürlich so ein bisschen so, als wenn man Beruhigungsmittel nimmt oder so. Ja, also das ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ich gönne dir ja wirklich jede Abwechslung, aber das ist eine sehr gefährliche Abwechslung mit so einer Frau, die kann ich echt, oder so eine Beziehungsdynamik, sagen wir mal so, kann ich gleich komplett in den Abgrund reißen, noch psychisch obendrauf, so, ne? Also, heißt ja nicht, dass du nicht auch jetzt in der Situation jemand findest, der mit dir durch die Kundun geht. Aber bei dieser Frau sehe ich das nicht. Aber wie gesagt, such dir gern Support vor Ort. Also wenn man so total verknallt ist, ist es, glaube ich, schlecht. Aber es hängt, glaube ich, wirklich tatsächlich sehr mit deiner Krankheit zusammen. Ich glaube, sonst wärst du, hättest du mehr Abwehrkräfte gegen so eine Situation. Und jetzt musst du noch mit so einem Liebeskummer dealen. Oh Mann, das tut mir total leid, ey. Ja. Ja, ich schicke dir ein bisschen gute Energie von hier und halte uns auf dem Laufenden. Und, oh Mann, hoffe, du findest jemanden, der echt auf deiner Seite ist. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.